Herzlich willkommen hier aus der evangelischen Stadtkirche in Wülfrath zum dritten Sofa-Gottesdienst des neuen Jahres. Wahrscheinlich geht es vielen von uns so, dass alles stillzustehen scheint, dass nichts mehr weitergeht in diesem Lockdown, dass viele Türen verschlossen sind. Aber wir dürfen hoffen, mit Gott, durch Gott kommt Veränderung in diese Welt. Mit ihm kann etwas Neues geschehen. So fasst es der Wochenspruch aus dem Lukas-Evangelium zusammen. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reiche Gottes. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Ich lese aus Psalm 86. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an. Du wolltest mich erhören. Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern und niemand kann tun, was du tust. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, deinen Namen, dass du groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit.
erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Amen. Lassen Sie uns beten. Du bist größer als unser Denken und Verstehen. Dein Herz ist weiter als der Himmel und du bist barmherzig, ewiger Gott. Überwinde unsere engen Grenzen. Dein Wort ist größer. Dein Herz ist weiter. Deine Liebe kennt kein Ende. Antworte unserer Sehnsucht, damit wir einander verstehen. Amen. Die Bibel enthält viele spannende Geschichten. Blättere ich ein wenig darin herum, kommen sie mir entgegen. Geschichten von Liebe und Hass, von Einsamkeit und Freude, von Zusammenhalt und Verlassensein. Sie erzählen mir von allen Seiten, die unser Leben haben kann. Und viele alte Geschichten bringen mir nahe, wie Menschen ihr Leben von Gott begleitet wussten. Sie zeigen mir, dass Gott uns auf all unseren Wegen begleitet. Machen Sie es sich bequem und lauschen Sie eine dieser Geschichten. Ich lese uns aus dem Buch Ruth. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kiljon. Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Noomis Mann, starb, und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen moabitische Frauen, die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kiljon, sodass die Frau beide Söhne und ihren Mann überlebte. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück, denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hauses. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Noomi sprach: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden können? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einen Mann zu nehmen. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung und diese Nacht einen Mann nehmen und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch so lange einschließen und keinen Mann nehmen? Nicht doch, meine Töchter. Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand ist gegen mich gewesen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber blieb bei ihr. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Ruth antwortete: Rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen.
Liebe Gemeinde, wir gehen in unserem Leben symbolisch gesehen durch viele Türen. Manche dieser Türen bleiben uns für immer im Gedächtnis. Ich denke da zum Beispiel an Türen, die uns zum Erfolg gebracht haben, in denen uns etwas besonders gut gelungen ist. Oder dass uns ein Mensch eine Herzenstür geöffnet hat und dadurch eine tiefe und intensive Freundschaft oder gar eine Liebe fürs Leben entstanden ist. Türerfahrungen können andererseits auch unter die Haut gehen. Augenblicke, an denen wir uns wie eingesperrt fühlten und sich die Tür eben nicht mehr weit öffnen ließ. Vielleicht, weil wir von einer schlimmen Krankheit erfahren haben oder vom Tod eines lieben Menschen. Auch in der von der Pandemie gezeichneten Zeit haben sich doch viele Türen geschlossen, ganz konkret und auch im übertragenen Sinne. Viele von uns mussten sich auf diese Situation neu einstellen, die bisherigen Pläne und Wege verlassen. Manche Tür scheint sich auch gar nicht mehr zu öffnen. Reisen planen, Veranstaltungen feiern, Feste, das scheint doch gerade kaum machbar. Da kann man sich natürlich auch drüber ärgern und sich drüber beklagen und zu Recht ja auch. Aber vielleicht kann man auch sehen, wo sich eine Türe geschlossen hat, öffnet sich eine andere, eine Türe, die man bisher noch nie gesehen hat. Man kann vielleicht in dieser Zeit auch wieder sich Dinge bewusster vors Auge führen. Zum Beispiel den humorvollen, aber auch ganz tiefgründigen Gedanken. Wer ständig versucht, sich immer alle Türen offen zu halten, der wird sein Leben auf dem Flur verbringen. Das Geheimnis der offenen Tür ist doch, dass sie am häufigsten vor uns auftaucht, wenn wir das Suchen nach ihr beiseite gestellt haben. Wir haben gerade die Geschichte von Ruth und Naomi gehört. Und gerade ihre Lebensgeschichte kann uns doch dazu ermutigen, auch in schwierigen und in verworrenen Zeiten wie dieser eben nach den offenen Türen in unserem Leben zu schauen, nach den neuen Möglichkeiten zu suchen, die Gott doch für einen jeden von uns immer offen hält. Denn in dieser Geschichte, da öffnet und schließt sich für Ruth und Naomi doch so manche Tür. Die Geschichte ist schon deshalb so ergreifend, weil sie mit einer Tragödie beginnt. Alle Männer der Familie sterben. Zurück bleiben drei Witwen, die Israelitin Naomi mit den Frauen ihrer beiden Söhne. Bis dahin
hat sich schon so manche Türe für sie geöffnet. Naomi, ihr Mann und ihre Söhne haben neue Heimat in Moab gefunden, wurden vor der Hungersnot gerettet. Aber jetzt, ohne Mann und ohne Söhne, stehen die Frauen ganz alleine da. Alle Türen scheinen wieder verschlossen zu sein. Da wäre es nun natürlich und wahrscheinlich auch ratsam gewesen, dass jede in ihre Ursprungsfamilie zurückkehrt. Genau das geschieht aber nicht. Beide machen sich mit ihr auf den Weg. Doch als sie aus der Stadt kommen, wendet sich Naomi an ihre Schwiegertöchter und entbindet sie von jeglicher Verpflichtung ihr gegenüber. Und sie gibt sie für ihr neues Leben frei. Eine herzzerreißende Szene. Naomi hat nichts mehr, was sie ihren Schwiegertöchtern geben kann. Sie kann ihnen nicht helfen. Sie kann ihnen nichts weiter schenken, als die Befreiung von der Bürde, sich weiter um sie zu kümmern. Und genau das tut sie dann ja auch. Doch die Schwiegertöchter, sie weigern sich, Naomi zu gehorchen. Also versucht Naomi es nochmal. Kehrt lieber um. Als Naomi sie dann noch einmal beschwört, doch an sich selbst zu denken, in ihrer Heimat zu bleiben und dort neues Glück zu suchen, da brechen sie noch einmal alle in Tränen aus. Orpa küsst ihre Schwiegermutter und sie geht. Ruth jedoch besteht darauf, bei Naomi zu bleiben. Man beachtet zwei Schwiegertöchter, zwei Entscheidungen, zwei Türen. Auf einer steht bleiben, auf einer steht gehen. Und es wird ganz ohne Bewertung festgestellt. Orpa bleibt zurück. Ruth geht mit ihr. Viermal in diesem kurzen Abschnitt sagt Naomi zu Ruth, kehr um. Und Ruth muss sich entscheiden. Sie muss entscheiden, welche Türe sie öffnet. Von dieser Entscheidung hängt ihr ganzes weiteres Leben ab. Und von dieser jungen Frau, dieser mittellosen, verwitweten, heidnischen Moabiterin, fällt eine der schönsten und kräftigsten Liebeserklärungen der ganzen Bibel, ja vielleicht sogar der ganzen Literaturgeschichte. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Unglaublich schön. Ruth und Naomi. Diese Geschichte, sie zeigt uns, wie Leben verlaufen kann und oftmals sogar verläuft. Alles andere als geradlinig nämlich. Mit so mancher verschlossenen Türe und so mancher Türe, die sich erst unverhofft öffnet. Viele von uns können Ähnliches, vielleicht sogar noch Schlimmeres erzählen. Auch jetzt, in diesen Pandemiezeiten, durchleben wir viele kleine und größere Katastrophen, stehen vor schwierigen Entscheidungen, vor Türen, die sich endgültig schließen. Ja, das Leben ist ein Wagnis. Und doch, das ist das Zweite, was mir diese Geschichte sagt, darf ich mir ein wenig von der Angst und Verzweiflung nehmen lassen. Ich kann hier bei Ruth und Naomi sehen, Menschen schaffen das. Ja, Menschen schaffen inmitten so fürchterlicher Lebenslagen doch noch so hilfreichende und mutmachende Worte füreinander zu finden und damit einander Halt und Kraft auf ihrem scheinbar aussichtslosen Weg zu geben. Dadurch, dass sie zueinander stehen, bewältigen sie ihren Weg und so manche Krise. Wir müssen nicht jede Entscheidung ganz alleine treffen, auch jetzt nicht, dürfen zum Telefon greifen, miteinander reden, auf Worte hoffen, die Türen öffnen. Mahnt uns die Geschichte nicht, wie wir uns gegenüber anderen hilfsbedürftigen Menschen verhalten sollten? Wenn ich mit geöffneter Herzenstüre anderen begegne, werden sich auch mir unverhoffte Türen öffnen. Vergessen wir nicht, jedes Herz hat eine Tür. Wenn ein Mensch uns diese Tür seines Herzens öffnet, ist dies doch eines der größten Geschenke im Leben.
Noch einen letzten, vielleicht den entscheidendsten Aspekt dieser Geschichte, die doch vom Handeln Gottes in der Welt zeugt. Ruth, aus einem fremden Land kommend, an einen fremden Gott glaubend, lässt sich auf den Gott der Israeliten ein. Sie vertraut Naomi und sie vertraut ihrem Gott, lässt sich von ihm leiten. Und wir dürfen erfahren, offene Türen finden sich überall, jeden Tag. Und wenn wir Gottes Führung folgen, dürfen wir seinen Segen erfahren. Denn entgegen jeglicher Erwartung nimmt die Geschichte doch ein gutes Ende. So manche gute Tür öffnet sich noch für Ruth. Ein entfernter Verwandter ihres verstorbenen Mannes mit Namen Boas erkennt ihren guten Charakter und er verliebt sich in sie. Der gemeinsame Sohn Obed ist Großvater des Königs David. Auf diese Weise findet Ruth als eine von fünf Frauen Annahme im Stammbaum Jesu. Jesus hatte also auch ein winziges Stück Moabiter in sich. Ruths Geschichte wird somit zur Geschichte von Jesus. Zugleich wird Ruth Vorbild für uns, für Menschlichkeit und für Gottvertrauen. Immer wenn sich dir eine Türe öffnet, dann vermischt sich deine Geschichte mit der Geschichte Gottes und du wirst hineingestellt in das große Wirken Gottes in unserer Welt. Und wer weiß, was eines Tages von dieser Zeit, dieser schwierigen Zeit und von deinem Leben ausgegangen sein wird. Darum lass uns gerade jetzt nach offenen Türen Ausschau halten, nach Türen, die Gott für uns geöffnet hat. Amen. Der Herr uns weist, weil Leben heißt sich regen, weil Leben wandern heißt. Seid leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmelsstand, sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid, der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, der wird uns darin leiten, wo er uns will und braucht. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst hat uns entgegen, die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen, das Land ist hell und weit. Liebe Gemeindeglieder, auch in diesen schwierigen Zeiten findet Kirche statt und das nicht nur hier auf YouTube. Davon soll der nächste Gemeindebrief berichten. Er soll zeigen, wie vielfältig unsere Gemeinde im Corona-Modus ist. Unsere Gemeinde besteht auch aus so vielen Menschen. Und das soll der nächste Gemeindebrief zum Ausdruck bringen. So möchte ich Sie bitten, schicken Sie uns ein Foto von Ihnen. Natürlich mit der Erlaubnis, dieses im Gemeindebrief zu veröffentlichen. Daraus entsteht eine große Collage aus allen Menschen unserer Gemeinde. Und schreiben Sie uns. Berichten Sie uns, wie es Ihnen geht mit der Kirche im Lockdown. Berichten Sie uns, was Ihnen gut tut. Wie haben Sie Kirche erlebt? Was hat Ihnen gut getan und Mut gemacht? Aber auch, was hat Ihnen gefehlt? Was haben Sie vermisst? Was würden Sie sich wünschen? Schicken Sie Ihre Fotos und Berichte bis zum 8. Februar an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Vielen Dank. Es wird die Zeit kommen, guter Gott. Da öffnest du jede Tür und versammelst die Deinen an einem Tisch.
mit Brot und Wein als Zeichen deiner Gemeinschaft und Nähe. Wir bitten dich heute für uns, lass dein Wort und deine Hoffnung stark in uns werden, dass wir befreit werden von einem Blick, der nur uns selbst gilt. Schenke uns Kraft und Mut, das zu tun, was vor uns liegt, den Nächsten im Blick. Öffne Türen für die Kranken, Armen und Hoffnungslosen und lass Menschen eintreten, die sie stützen, pflegen und ihnen erzählen können vom Reiche Gottes. Stütze die, die dich nicht kennen, und öffne ihnen Türen zur Erkenntnis deiner Größe. So können auch sie etwas weitergeben von der Hoffnung, die sich in deinem Namen findet. Wenn wir nicht mehr weiter können, gib uns die Kraft, uns dir ganz zu überantworten. Erinnere uns an die Worte Ruths, wenn wir meinen, alleine vor verschlossenen Türen zu stehen. So beten wir gemeinsam. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin im Frieden unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir Frieden. Amen. Sister.